Herr Grossen, nach den Hochrechnungen sieht es hervorragend aus für Ihre Partei. Ihre Reaktion? Ja, es sieht gut aus, ja, in Wählerprozenten mindestens. Wir wissen noch nicht, wie viele Sitze es dann schlussendlich sind. Deshalb wissen wir noch nicht, wie sehr gut oder gut es am Schluss herauskommt. Aber ich bin überzeugt, es ist ein guter Tag für die Grünliberalen. Bereits laufen oder sind Pläne bekannt, dass Sie nun den Sitz von Herrn Cassis angreifen wollen. Die Planungen dürften weitergehen jetzt. Es hat nie solche Planungen gegeben und ich glaube auch nicht, dass es solche Planungen geben wird. Das war ein Fake News, also wir haben keinen Geheimplan mit den Grünen geschmiedet, auf keinen Fall. Aber was natürlich eine Tatsache ist, sollten sich diese Wählerprozente bestätigen, dann wäre vielleicht fast ein Viertel der Bevölkerung nicht mehr im Bundesrat vertreten mit ihrer Stimme. Und es ist nur gut schweizerisch, wenn wir auch die Konkordanz, wenn das so kommt, dann die Konkordanz auch in Frage stellen und mit den anderen Parteien diskutieren. Wie wollen wir uns zusammensetzen in der Zukunft? Also fangen Sie jetzt an, Pläne zu schmieden, anders gesagt? Morgen, wenn wir die genauen Resultate kennen, werden wir sicherlich uns überlegen, was man machen will. Aber es ist auch klar, dass wir keinen Anspruch auf einen Bundesratssitz stellen. Nochmal ganz kurz eben zu den Hochrechnungen. Es sieht gut aus, das ist aber eigentlich auch erwartet worden. War das so ein bisschen ein Sieg im Schlafwagen? Nein, keinesfalls. Wir haben in den letzten Jahren sehr gute Arbeit gemacht. Ich glaube, man hat das auch in den Resultaten in den Kantonen gesehen, wo wir sukzessive zugelegt haben. Und der Klimaeffekt war jetzt noch ein Effekt obendrauf. Aber grundsätzlich war das kein Schlafwagen-Erfolg, selbstverständlich. Wir haben sehr viel gearbeitet und deswegen sind wir auch sehr glücklich heute Abend.